Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute mache ich ein Video und zwar, was man gegen Mücken in der Nacht tun kann. Ihr kennt das bestimmt, ihr sitzt so oder ihr schläft in euer Zimmer und es ist abends und auf einmal hört ihr immer so ein scheiß Summen, so ein blödes Summen und das summt an eurem Ohr lang und dann denkt ihr so, oh nee, schon wieder eine Mücke im Zimmer. Ihr macht das Licht an und guckt, ja, jetzt ist sie auf einmal wieder weg. Dann macht ihr es wieder aus, legt euch wieder hin und schon kommt sie wieder. Und heute sage ich euch, was man dagegen tun kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, mein erster Tipp ist auf jeden Fall Mückenspray. Sprüht euch damit sorgfältig ein und noch das Wichtigste, eure Fensterrahmen. Die sind sehr wichtig, auch wenn ihr ein Fenster aufgehattet oder so. Am besten einfach damit einsprühen, mit dem Mückenspray und dem Fensterrahmen. Dann sollten die Mücken nicht in euer Zimmer kommen. Also ich habe es ausprobiert und das hat wirklich geklappt. Ich hatte nicht eine Mücke in meinem Zimmer. Das Zweite ist, Mücken sind sehr, sehr, sehr wählerisch. Aber wirklich sehr wählerisch. Sie stechen nicht jeden. Sie stechen nur Leute, die einen hohen Kohlendioxidausfluss haben. Und Kohlendioxid hat jeder ja in sich. Aber Kohlendioxidausfluss haben wir, wenn wir Sport gemacht haben oder schwitzen. Oder eher gesagt auch stinken. Dann stechen die Mücken sehr gerne. Die Mücken gehen dahin, wo es stinkt. Das sag ich jetzt einfach mal so. Und also am besten auch bevor ihr schlafen geht oder regelmäßig duschen und einfach mal auch überduschen, damit dieser ganze Kohlendioxidausfluss dann auch abgeht und ihr nicht mehr so stark danach riecht. Und ja, da sollten sie auch schon nicht mehr bei euch an. Und Nummer 3, wenn doch eine Mücke in eurem Zimmer ist, dann habe ich auch noch einen Tipp für euch. Das habe ich auch letztens noch ausprobiert, wo eine Mücke in meinem Zimmer war. Ihr müsst aufstehen, ja, ist klar. Dann müsst ihr aus eurem Zimmer gehen und bei euch aber kein Licht anmachen. In eurem Zimmer, wo ihr schläft, kein Licht anmachen. Dann solltet ihr im Flur gehen. Und im Flur solltet ihr ein Licht anmachen und die Tür auflassen. Und ihr solltet draußen auch stehen bleiben. Die Mücke müsste dann eigentlich von eurem Zimmer zum Flur kommen, weil erstens ihr da steht und zweitens Licht dort ist. Und sie werden richtig, also ihr wisst ja, Mücken werden ja von Licht angezogen. Da solltet ihr ein paar Minuten dort stehen bleiben und dann solltet ihr auch eigentlich dann schon hören, dass die Mücke dann auf einmal da ist. Und wenn sie dann da ist, entweder ihr könnt auch das Licht im Flur anlassen und bei euch wieder die Tür zu machen, dann kommt sie auch nicht mehr wieder, wirklich. Oder ihr macht da das Licht aus und macht trotzdem schnell die Tür zu, aber ich kann nicht garantieren, ob die Mücke dann wieder in eurem Zimmer landet oder nicht. Und die Nummer 4, das Beste ist ja auch, wieso kauft man eigentlich kein Moskitonetz? Also die sind auch wirklich sehr billig und auch leicht anzubringen und ich kann die auch wirklich nur weiterempfehlen. Da kommen keine Mücken rein, keine Fliegen und andere Krabbeltiere. Also damit seid ihr auch schon wirklich sehr sicher. Und zum Schluss kann man auch immer nur weiterempfehlen, immer bevor es dunkel wird, Fenster schließen und kein Licht anlassen. Dann kommen die Viecher ja erst recht hier rein. Also am besten schon, wenn ihr gleich Mücken vermeiden wollt, am besten gleich, bevor es dunkel wird, Fenster schließen. Und ich hoffe, die Tipps bringen euch weiter. Probiert sie auf jeden Fall aus. Ich kann sie wirklich nur weiterempfehlen. Und das sind, glaube ich, bis jetzt nur die einzigen Tipps, die jetzt so gegen Mücken im Zimmer in der Nacht so gibt. Und ja, ich kann sie wirklich nur weiterempfehlen. Also probiert sie auf jeden Fall aus, wenn ihr demnächst eine Mücke im Zimmer habt. Aber noch zu einer wichtigen Info. Und ja, wegen dem Fan-Call, Leute. Ja, auf jeden Fall, ich hatte jetzt diese Woche gar keine Zeit anzurufen. Mir ist wirklich was Wichtiges dazwischen gekommen und da war ich echt nicht in der Lage, da anzurufen. Und ja, ich hoffe, ihr versteht das. Auf jeden Fall will ich nächste Woche oder übernächste Woche, also euch anrufen. Also Leute, denkt da dran. Wenn euch eine anonyme Nummer anruft, geht bitte dran. Das könnte ich sein. An die, die ihre Nummer geschickt haben. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch erreichbar und alles, ne? Und ich freue mich da schon mega drauf. Und ich war ja auch auf Mallorca. Wenn ihr vielleicht meine Roomtour sehen wollt oder vom ganzen Hotel, ich habe alles gefilmt, ist noch alles in der Kamera mit drauf. Also wenn ihr auf jeden Fall ja, mal das Hotel sehen wollt, gebt ihr wieder einen Daumen nach oben. Dann lade ich das nächste Woche hoch. Das war es jetzt, glaube ich, auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr öfter Mücken im Zimmer habt oder nicht, ob sie überhaupt euch stören. Ich weiß es ja nicht, vielleicht stört es ja auch einigen nicht, dass sie da ganz halb ein Ohr herum sind. Hat das Video gefallen? Ich liebe euch alle richtig dolle und danke für alles. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche. Tschüss!